was du machst. Es ist gar nicht so leicht, bei großem Erfolg auch wirklich auf dem Boden zu bleiben. Ich werde höchstpersönlich dafür sorgen, dass K1 abhebt. Aber erstmal ein paar Tricks zum Warmwerden. Hey, alles gut. Hi. Alles gut? Geht ab. Hallo. Alles klar? Farid, freut mich. Warte, ich komm runter. Ich komm schon. Es gibt so ein paar Tricks, die ich von ihm noch nicht kenne. Wo ich auch immer wollte, so, dass er die mir verrät, weil wir kennen uns auch wirklich schon seit 15 Jahren. Aber ja, ein Magier verrät seine Tricks nicht. Ich hoffe, dass heute was dabei ist, was ich mir halt schon wirklich seit längerem wünsche. Mal gucken wir einfach mal. Ja, wir machen gerade Soundcheck. Wird gerade alles aufgebaut jetzt noch. Okay. Und du machst hier riesen Trara mit, ich sehe schon Kamera und alles. Ja, klar. Wir sind einmal um die Welt gereist. Hast du mir erzählt, ich weiß. Um jetzt das Finale der besten Street-Magic-Tricks der Welt zu performen. Und wir kennen uns schon 15 Jahre. Fast 20 schon. Fast 20? Ja. Und du hast viel gesehen. Du glaubst, du hast alles gesehen von mir. Das meiste, glaube ich. Du hast viel gesehen. Ja. Aber das hast du noch nicht gesehen. Okay. Denk mal bitte irgendein Gegenstand. An irgendein Gegenstand? Irgendwas Physisches. Ich darf es aber nicht sagen. No. Okay. Warte. Okay. Oder warte. Jetzt. Oder vielleicht doch das Erste. Ja, ich weiß, wie du bist. Du musst immer ein Ding. Okay. Hast du was? Ja, ja. Konzentrier dich auf den Gegenstand. Schau genau hin. Ein Baguette? Denkst du an ein Baguette? Nein. Nein? Okay, ich dachte, du hast Hunger. Pass auf. Denk an deinen Gegenstand. Was ist das für ein Trick? Denk an deinen Gegenstand. Denk an deinen Gegenstand. Hast du? Okay. Eine Rose? Nein. Keine Rose? Nein. Auch nicht? Ich dachte, du wolltest eine Rose kaufen. Was ist denn Scheiße? Also die Tricks, die er mir jetzt gerade gezeigt hat, die waren auf gut Deutsch komplett für den Arsch. Okay. Ich habe eine Karte und darauf ist genau das, woran du denkst. Halt mal deine Hand auf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, normalerweise gibt er sich da ein bisschen mehr Mühe. Genau. Hey, das ist genau da drauf. Niemals. Du denkst an Fisch. Nein. Nicht? Nein. Okay, dann denk jetzt an Fisch. Aber warum? Du hast mir gesagt, ich kann irgendwas denken. Ja, aber jetzt denkst du an Fisch. Aber warum? Es ist egal, woran du gedacht hast. Jetzt denkst du an den Fisch. Guck genau hin. Okay. Hier. Okay. Und das war jetzt Trick. Welche Nummer? Nummer 1. Das Finale. Das war das Finale von deiner Show? Mhm. Ja, geil. Ja, du hast an den Fisch gedacht und dann... Komm, du hast was anderes vorbereitet. Sag mal. Ich kenn dich, hör auf. Was ist mit so einem Fisch hier? Ja, okay, cool. Ja, es war halt witzig, so ist unser Humor. Okay, komm mal runter, hol mal deine Leute zusammen. Aber ich weiß, dass er was anderes vorbereitet hat, deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall schon sehr gespannt, was gleich kommen wird. So, jetzt aber wirklich mein Platz 1. Jeder, der mitmachen möchte, kommt zusammen. Kommt alle zusammen. Okay, du kommst rüber. Sag mal bitte allen von uns, wirklich alle dazu kommen, die Mädels, die Jungs. Und bitte tut mir einen Gefallen. Ja, guckt auf seine Hände. Schaut nicht zu genau. Doch. Okay. Ich kenne ihn lang genug. Stell dich mal hier in die Mitte und wir bilden einen Kreis drumherum. Genau, einfach einen Kreis. Du bleibst hier stehen. Ja. Ein bisschen weiter vor. Okay. Okay, du wirst dich gleich auf den Boden legen. Und deine Boden Augen. Ist dreckig. Ich weiß. Und deine Augen schließen. Okay. Wir werden dich langsam hoch in die Luft heben. Okay. Und dich langsam wieder runterlassen. Wichtig ist, dass du dich nicht bewegst und deine Augen zulässt. Okay, leg dich erstmal hin. Du hast wieder Reinigung steht da? Ja, vielleicht. Cousin macht leg das. Dich zuerst hin. Nein. Leg dich hin. Kerzen gerade? Ja. Oh, richtig runter, auch mit dem Kopf? Ja. Okay. Ja, ich dachte erstmal, wird halt die Reinigung. Der ganze Boden ist da richtig dreckig. Nee, warte mal, Mann. Super. Deine Arme verschränken. Okay. Du bleibst genau so. Mhm. Kerzen gerade. Ja. Bewegst dich nicht. Und machst deine Augen zu. Mhm. Die Nummer 1 war nicht der Fisch, gell? Du bist Fisch. Die Nummer 1 kommt jetzt. Also ich wusste auf jeden Fall, dass er hundertprozentig was Großes vorbereitet hat. Weil sonst würde er gar nicht hier ankommen mit Kamerateam und dem ganzen Drum und Dran. Okay, ihr helft mir jetzt gleich, die Männer, ihn hochzuheben. Gleichmäßig in einer Bewegung nach oben. Guckt, dass ihr einen guten Griff habt und nicht fallen lassen. Einfach so an den Schultern. Genau, erstmal festhalten. Okay. Und dann langsam, ganz langsam nach oben heben. Okay, du bleibst genauso liegen, lass deine Augen zu. Ja, wenn du mich nicht fallen lässt.
Warum noch? Warum noch? Ja. Boah. Und wie ist das zu schwimmen? Ja, ich habe auf jeden Fall gespürt, wie Hände mich hochgehoben haben. Und dann war ich halt kurz so. Da hat sich nichts bewegt und dann ging es wieder runter. Du warst in der Luft. Du wolltest doch nur wissen, wie es ist zu schweben. War ich in der Luft? Du warst so hoch in der Luft. Genau, no, kein Scheiß. Wie so ein UFO. So, dann ehrlich jetzt. So ein Brett. Oh, nice. Superman hier. Was für Superman? Normalerweise bin ich der Skeptische immer so von uns. Ich glaube sowas nicht, aber ich habe es gerade mit einem Augen gesehen. Und es war ein bisschen Schockstarre, Bewunderung, aber auch Unsicherheit. So, was passiert hier? Was am Schweden? Da war doch kein. Wirklich? Ich glaube, er realisiert es gerade selber noch gar nicht. Ja. Also wir haben gerade noch mal mit ihm gequatscht. Der denkt, wir haben den halt nur festgehalten. Bis er es selber sieht, wird er es nicht glauben. Der hat ja wirklich schon viele Zaubertricks mit mir gemacht. Und bei manchen denke ich so, ja, ich weiß irgendwie, wie er das gemacht hat. Aber bei anderen denke ich mir auch, okay, das ist gar nicht mehr erklärbar irgendwie. Und ja, ich bin auf jeden Fall gleich gespannt auf die Aufnahmen, die ich mir jetzt mal reinziehen werde, was da gerade passiert ist. Jeder möchte mal irgendwie so fliegen, aber so das noch mal live zu sehen, wie jemand vor einem schwebt, das ist noch mal, glaube ich, das ist eine andere Hausnummer. Das ist eine andere Hausnummer, ne? Ja. Ja. Da ist vielleicht irgendwas drunter oder drüber, aber da war einfach nichts. Diese Magie zu sehen, das erste Mal live, das Ganze zu verfolgen, war einfach spektakulär. Mystery, absolut Mystery. Ich kann es dir erklären. Okay, vielen herzlichen Dank. Das war, gut, so war meine Nummer 1 der besten Street Magic Tricks der Welt. Der schwebende King. Danke. Ja, Applaus. Dankeschön.